Willkommen im Tartaria-Channel. Heute möchten wir über etwas Spezielles sprechen und das hat etwas mit dem so uns bekannten Weihnachten zu tun, das in den meisten Teilen dieser Welt gefeiert wird. Hier werden auch Aspekte wiederholt, die wir auch in dem Video Angst schon präsentiert haben. Wir empfehlen dir auch dieses Video anzuschauen, im Falle du hast es noch nicht gesehen. In den 50er Jahren gab es in UK einen Film, der den Namen Die größte Geschichte aller Zeiten hatte, mit Charlton Heston, wo es um Jesus von Nazareth ging. Sie spielen diesen Film jedes Jahr. Das, worüber wir heute sprechen, wird wohl die richtige Geschichte, die erzählt wurde, sein. Sie rollen jedes Jahr ihre Favoriten aus, das, was du da siehst, nennt sich organisierte Gesellschaft. Das muss jeder als erstes erkennen und dann gibt es auch keine Unabhängigkeit draußen innerhalb dieser organisierten Gesellschaft. Wenn wir uns ansehen, was die Illuminati genannt wird, so wie hier das Freimaurerlogo und die Illuminati, die nicht die Illuminierten, Erleuchteten sind, entführten die Freimaurerei und das, weil die Freimaurerei das überwachende Militär ist. Der Freimaurer blickt nie zurück, er will die Leiter nur rauf, 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 so schnell wie möglich. Sie erzählen keine Geheimnisse, sie wiederholen keine Informationen, es ist ein geheimer Club. Wenn du dir das moderne Symbol der Illuminati anschaust, es ist das moderne Freimaurerlogo, es ist ein Kompass in einem Quadrat und die bilden einen weiblichen Schoß und in der Mitte des Schoßes befindet sich das G. Und das G steht für Gott, aber es ist nicht unser Gott, es ist ihr Gott. Wir sind in einem richtigen Krieg, sie drehen die Wahrheit in eine unwahrscheinlich große Lüge und Täuschung. Alles arbeitet im Team, Team NASA, Hollywood, TV, News, Politik, Papst, Team Religion, organisierte Religion, es ist alles ein kompletter Hoax, Schwindel einfach nur. Die meisten Christen lesen zwar die Bibel, aber sie lesen nicht die Worte Gottes und Jesus Christi. Gott sagt, du musst in den Tempel in dir gehen und nicht den Worten da draußen glauben. Du musst nach innen gehen. Bibel, das Alte und das Neue Testament ist eine Allegorie zum aufstiegenden Mann, Mensch. Geht nach innen und dabei wird Christen immer wieder gesagt, nicht zu meditieren, nicht zum dritten Auge zu gehen, zur Zirbeldrüse. Nämlich, die Christen tun exakt das Gegenteil von dem, was Gott und Jesus gesagt haben in der Bibel. Wir sprechen heute über einen Prozess, der in der Bibel verschlüsselt ist als Allegorie. Bedeutet, wenn du ihn in einen alchemistischen Prozess nennst, ist Wissenschaft die Wissenschaft des inneren Geistes. Der Solomons Tempel ist das dritte Vitrigel deines Gehirns. Das ist, wo sich die Bundeslade befindet. Bedeutet in deinem Schädel. Genau das ist die berühmte Bundeslade. Heißt in Englischen Ark of Covenant und Ark heißt übersetzt Arche. Die Bibel ist also kein Geschichtsbuch, sie ist das erstaunlichste Buch über Wissenschaft und Mathematik, das du dir je vorstellen kannst. Die Pyramiden sind die atemberaubendsten Kreationen und wir wissen immer noch nicht, wie sie es damals geschafft haben, etwas so präzise und exakt zu bauen. Jeder Aspekt innen und außen ist so genau gestaltet, die natürlichen Steine sind so massiv und trotzdem ist alles zentimetergenau. Was wohl neu ist, ist, dass die Pyramiden Deprivationschambers, Kammer des Rückzuges haben. Wenn du in einer der großen Pyramiden auf der Welt reingehst, sind alle gleich, sie repräsentieren die Bundeslade in unserem Gehirn. Die zentrale Kammer repräsentiert den Thalamus und das exakte Zentrum unseres Gehirns ist, was die tiefste und dunkelste Kammer im Gehirn ist, eine Kammer des Rückzuges. An je einer Seite ist die Königskammer, the Pineal Gland, Zirbeldrüse genannt und die Königskammer, die Hypophyse. Wenn du einen Querschnitt durch das Gehirn nimmst, dann erhaltest du eine exakte Präsentation der großen Pyramide. Und wenn du das vergrößerst, dann erhältst du genau den Thalamus und die Königs- und Königinkammer, also Zirbeldrüse und Hypophyse. Das ist der Ort, wo die herabgestiegenen Meister hingehen, um zu meditieren. Es ist der absolute Entzug, um das Chaos unserer linken Gehirnhälfte zu beruhigen und die Dominanz unserer fünf Sinne. Wir haben fünf Wirbel im Kreuzbein, die miteinander verschmolzen sind. Sie sind die Präsentation unserer fünf Sinne. Wo ist das Kreuzbein in diesem heiligen Prozess? Und das ist, worüber die Bibel spricht. Sie ist das erstaunlichste Buch über Mathematik, Wissenschaft und über die menschliche Psychologie. Sie ist eine Serie von allegorischen Geschichten, die dich vom Kreuzbein zur Krone nimmt. Und sie ist erstaunlich akkurat,
wie sie durch all das geht. Chrism Oil, auf Deutsch Christusöl, das ist das, worüber wir jetzt sprechen. Das Christusöl ist keine Theorie wie die Schwerkraft oder der Urknall. Das ist real, es ist ein heiliges Öl, das natürlich sezerniert wird ab dem Alter von 12 Jahren und das passiert halt 13 Mal im Jahr. Das Christusöl kommt von einem Ort am hinteren Bereich des Schädels, an dem Punkt, wo die horizontale Teilung von linker und rechter Hemisphäre des Schädels liegt. Dort ist eine aktuelle Öffnung und genau darüber befindet sich der Mercy Seat, Gnadenstuhl, wo die Hypophyse drin liegt. Und das ist der Ort, wo Gott kommt und uns im menschlichen Körper besucht. Und dann, wenn der Mond in deinem Sternzeichen wandert, einmal im Monat, dann entlässt das Klaustrum das wertvollste Geschenk aller Geschenke. Und von dort rinnt das Christusöl hinunter durch eine Öffnung, die wie ein Kamin aussieht. Dieser läuft von der Rückseite des Schädels, Klaustrum, direkt in den dritten Vitrigel des Gehirns, der absolut zentralste Teil des Gehirns. Die Öffnung für das Christusöl, um in den dritten Vitrigel zu gelangen, wird Foramen, Foramen, auf Deutsch fürs Amen genannt. Auf der einen Seite des Foramens Öffnung ist eine Olive, auf der anderen Seite ist eine Pyramide. Das sind Allegorien mitten im Gehirn. Die Olive repräsentiert Manna vom Himmel und die Pyramide, welches das Symbol für Meditation ist, repräsentiert das nach innen gehen. Und das Öl geht buchstäblich nach innen, zu dieser tiefsten und dunklen Kammer im Zentrum unseres Gehirns, die der Thalamus ist. Wenn das Christusöl im Thalamus ankommt, wird es sofort geteilt, eine Hälfte geht zur Hypophyse und die andere geht zur Zirbeldrüse. Warum macht es das? Weil das unsere Realität ist, das macht uns aus. Wir sind keine Körper, die eine Seele haben, wir sind Seelen, denen es passiert ist, Körper zu haben und wir sind da, um Erfahrungen zu machen und Gott liebt uns so sehr, dass er uns den freien Willen gegeben hat. Der freie Wille macht uns frei, das ist die einzigste Freiheit, sie ist ein Geschenk. Warum also wird das Christusöl geteilt? Warum gibt es immer diese Polarität? Josef, Maria, männlich, weiblich, an, aus, elektrisch, magnetisch, rauf, runter, weil es eine unendliche Wahl gibt zwischen den einen und dem anderen. Licht, dunkel, glücklich, traurig, unser freier Wille bedeutet, dass wir wählen können, wo auf all diesen Linien wir sein wollen. Leben ist nichts anderes als eine Wahl im Augenblick, weil wir unendliche Möglichkeiten haben und dieses unendliche Geschenk haben, wählen zu können, was wir wollen. Also das Christusöl wird geteilt. Die Portion, die zur Hypophyse geht, wird zu einer milchigen Substanz. Sie ist magnetisch geladen, negativ, und sie wird Maria genannt, die Mutter der Schöpfung. Die andere Hälfte geht zur Zirbeldrüse und ist eine honigähnliche Substanz. Die milchige Substanz ist eben wie Milch und verdirbt schnell. Die honigähnliche Zirbeldrüsensubstanz ist wie ein konservierter Honig und sie repräsentiert das Männliche. Sie ist elektrisch und positiv geladen und wird Josef genannt. Josef und Maria, der Vater und die Mutter von Jesus Christus, dem Christusöl. Christus heißt der Gesalbte, also das gesalbte Öl. Jesus Christus ist kein Kerl, der im Heiligen Land umhergewandert ist vor 2000 Jahren mit einem puerto-ricanischen Namen und Kräuter verkaufte. Jesus Christus hat physisch nie existiert. Niemand aus der Bibel hat je existiert. All diese Namen, all diese Ereignisse sind lediglich Allegorien des menschlichen Körpers und der menschlichen Physiologie und im Speziellen des menschlichen Gehirns. Jesus Christus ist ein gesalbtes Öl, das uns geschenkt wurde, von oben, vom Klaustrum, hinunter zum dritten Vitrigel, 13 Mal im Jahr. Das ist der Grund, warum man in der Antike das Klaustrum Santos genannt hat. Und daraus wurde dann Santa Claus. Und das ist unsere Tradition vom modernen Weihnachten. Und niemand versteht das in Wirklichkeit. Warum erhalten wir also ein Geschenk, das den Kamin herunterkommt am 25. Dezember? Am 21.12. gibt es am Himmel bei den Sternenkonstellationen einen Stopp für 3 Tage. Also am 22., 23. und 24.12. ist keine Bewegung. Die 3 Könige vom Oriongürtel kommen perfekt in die Linie mit Sirius, dem Stern im Osten, der hellste Stern im nördlichen Himmel, und diese Linie zeigt somit zum südlichsten Kreuz, Crux, und so ist es für die ganzen 3 Tage. Jesus wurde der Legende nach gekreuzigt und wurde dann für 2,5 Tage ins Grab gelegt, damit er danach auferstehen kann. Und am 25.12. beginnt der ganze magische Prozess der Sternkonstellationen und die Bahn von Sonne und Mond wieder zu bewegen. Dieses Mal zurück zum Licht, zur Wiedergeburt,
zum Frühjahrs-, Tages- und Nachtgleiche am 21. März. Das ist mit Christmas am 25.12. gemeint. Santa Claus ist also nur ein Klaustrum, welches wir in unserem Gehirn haben, und das Geschenk, das Santa Claus uns gibt, ist das Christusöl. Das ist das größte Geschenk. Und das geschieht 13 Mal im Jahr, nicht nur im Dezember und dann immer etwa 3 Tage lang. In Genesis 32,30 steht, Jakob geht zu einem Ort, der Peniel genannt wird, um Gott zu besuchen und ihm von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Das kann man natürlich immer tun, da muss man nicht warten bis zu den Daten, wo der Mond im eigenen Sternzeichen steht. Allerdings ist der Prozess des Christusöl ein ganz spezieller, weil nur dann können besondere Dinge passieren. Wenn das Christusöl von Santa Claus geschenkt wird, dann wird zur gleichen Zeit das Solarplexus-Chakra, welches der Repräsentant für die Sonne ist, aktiviert. Der aufgestiegene Mann Jesus Christus ist der aufgestiegene Mann, und das ist jeder von uns, wenn er diesen Prozess erfolgreich beendet. Du aktivierst dein Kronenchakra, das 7. Chakra, und dein Schädel wird erleuchtet. Du wirst Jesus Christus. Darum geht's in den ganzen Prozess. Das ist es, worum es im Leben geht. Das ist, wer wir sind, warum wir hier sind. Um in einen ausbalancierten, harmonisierten Status zwischen dem physischen und dem nicht-physischen zu leben. Unser chemisches Labor der Wissenschaft ist unser 3. Vitrigel, und so balancieren wir das physische und das nicht-physische. Wenn du diese, die sehr erhellte, aufgestiegene Mann-Frau wirst, der zu bleiben gewählt hat und dieses Wissen und diese Weisheit teilst, dann gehst du simultan innerhalb von 2 Runden. Es kommt zur Ausschüttung von Melatonin und Serotonin über die Zirbeldrüse, was uns zusätzlich zu anderen Dingen auch neues Blut oder längeres Leben verschafft. Sie folgen nicht dem Wort Gottes oder Jesus, die Priesterklasse hat sie uns belogen. Sie, die Christen, folgen religiösen Priestern und Institutionen. Die Bibel ist das großartigste Buch, du kannst sie nicht runtermachen. Wenn du nur einmal beginnst, sie so zu lesen, wie sie gemeint war, nämlich als Allegorie, sie ist die anspruchsvollste, komplexeste und leidenschaftlichste Diskussion der menschlichen Physiologie. Gibt es einen Zusammenhang zwischen weiblichen Zyklus und dem Prozess des Christusöls? Nicht wirklich direkt, aber es gibt die Freilassung des Christusöls und den Samen, der im Solarplexus freigesetzt wird. Dieser Samen ist Baby Jesus, das von den beiden Substanzen Josef und Maria zum Leben gebracht wurde. Die ganzen monatlichen Zyklen, die wir durchleben, sind Teil der heiligen Geometrie, sie sind alle miteinander verbunden. Wie zum Beispiel unsere 5 Sinne. Jeder einzelne Sinn kann auch das, was die anderen können. Während dieser 3 Tage des Christusölsprozesses hilft unser Körper, damit das Öl nicht konsumiert und somit gleich wieder verloren geht. Aber du sollst ein komplett tugendhaftes Leben führen während dieser 3 Tage. Im Leben gibt es stets 2 Möglichkeiten, Balance und Harmonie zwischen dem physischen und dem nicht-physischen, was ein tugendhaftes Leben darstellt, mit den 7 himmlischen Tugenden, Wahrheit, Liebe, Mut, Weisheit, Kreativität, Toleranz und Freiheit. Oder eine komplette Unterwerfung dem Allen im Außen. Der Weltregierung, über die Mondgöttin, dem Magnetismus, Mond ist magnetisch. 7 Todsünden, Stolz, Neid, Völlerei, Lust, Gier, Zorn und Faulheit. Magnetismus dreht unsere Energie, Elektrizität füllt uns auf, aber es ist der Magnetismus, der unsere Aktionen formt und darüber entscheidet, wie wir Dinge betrachten und über sie denken. Die magnetische Mondgöttin wird Sin, Sünde genannt. In Indien gibt es den Tempel der Mondgöttin, eine Hommage an sie. Es gibt Zufälle, denn die einzige Sünde, die wir als menschliche Wesen begehen können, indem wir völlig in der linken Gehirnhälfte in der Welt des Fleisches, in den unteren 3 Chakren, im magnetischen Mond, wo unsere 5 physischen Sinne von Emotionen regiert werden, leben. Und wenn du hörst, dass Gott im Alten Testament zu Leuten wie Moses sagt, er soll in die Stadt gehen und den Erstgeborenen jedes Hauses töten und seine Untergebenen instruieren, in seiner Stadt alle Frauen und Kinder zu töten, beziehungsweise die tugendhaft sind, am Leben zu lassen, um sie für sexuelle Zwecke oder für eigene heimliche Wünsche zu behalten, wenn du das wortwörtlich nimmst, dann ist Gott der Kränkste, den man sich je vorstellen kann. Aber wenn du die Wahrheit von all dem und wie es miteinander verbunden ist verstehst, dann kannst du verstehen, dass es eine Allegorie ist,
dann wirst du erkennen, dass es nicht über physische Menschen spricht. Gott sagt, lass nicht zu, dass deine fleischlichen Gedanken sich multiplizieren. Das ist der Grund, warum er sagt, töte die tugendlosen Frauen, töte den erstgeborenen Sohn jeden Haushaltes, so dass fleischliche Gedanken von Menschen, die in Sünde leben, in der linken Gehirnhälfte sind, in puren Emotionen, im kompletten chaotischen Durcheinander, in dem wir so sind, das ist, was getötet werden muss. Die linke Gehirnhälfte hat die gleiche Größe wie die rechte, aber deine Fakten, Figuren und Logik, alles Teil der linken Gehirnhälfte, macht nur 10% der Kapazität der linken Gehirnhälfte aus. Und das ist die Geschichte, die wir von der Wissenschaft hören, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen. Weil wir leider noch exklusiv in den drei unteren Chakren leben, in der fleischlichen Welt, in der linken Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte ist Gott und das ist 90%. Und deshalb sagt Gott, gib mir deine 10%, gib mir deine linken Gehirnhälfte. Gib mir deinen fleischlichen Verstand und ich gebe dir die Welt und das ist die rechte Gehirnhälfte. Alles in der Bibel ist eine Allegorie und das in der rechten Gehirnhälfte kommen. Wirf dein Netz nach rechts zum richtigen aus, wenn du einen Fisch fangen willst. Aber da spricht Jesus auch nicht über das Essen von Tieren. So viele Christen sagen, ich esse das Fleisch, es ist gut, weil Jesus war Jäger. Sie waren alle Fischer. Nein, nein, der Fisch ist ein Repräsentant von Pisces, was die Sternkonstellation der Fische bedeutet und es bedeutet Weisheit. Wenn du also Weisheit erlangen willst, wirf dein Netz nach rechts aus, zur rechten Gehirnhälfte, die dich wiederum zur Zirbeldrüse führt. Sie führt dich zu Gott, von Angesicht zu Angesicht. Zur Erklärung, mit der rechten Gehirnhälfte ist gemeint, wenn du selbst aus dir rausschaust und dann findest du sie an deiner rechten Seite. Wenn dich jemand ansieht, dann ist es für denjenigen links. Die 90% werden kaum genutzt, die Gesellschaft sagt, sie ist böse, schlecht, falsch, so arbeitet organisierte Gesellschaft. Wie die Schule, im Urlaub, TV, NASA, Religion, Politiker, gehören alle zusammen. Sie sagt, denke nicht nach, entspanne, bleib da draußen im Chaos. Was sagt die Urknalltheorie? Dass es keinen Gott gibt und du ein Staubkorn bist? Wirklich ist, dass wir unendlich sind, dass wir zurückkommen und wir kommen immer und immer wieder zurück nach dem großen Kreis von Samsara. Wir sind immer wieder Opfer, bis wir einmal aussteigen aus dem Rad und dem Exit nehmen. Rad des Lebens, Samsara, Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt. Da gibt es aber einen Weg raus. Moksha. Es geht nach rechts. Es ist ein Fluchtweg nach rechts und zwar aufsteigen zum 7. Chakra, indem wir es erhellen, das Kronenchakra. Warum tragen Könige und Königinnen eine Krone? Nicht weil sie Erben einer Blutlinie sind, das ist lächerlich, sondern weil sie Führer von Gemeinschaften sind und diese sind den aufgestiegenen Männern und Frauen von antiken Traditionen und von alten Ägypten. Das ist, warum Frauen und Männer gemeinsam regierten und sie waren keine Erben. Sie waren die Auserwählten, die in die Pyramide hineingingen, hinein in diese tiefste Kammer, alles andere ausschalteten, damit sie aufsteigen konnten, ins 6. Chakra, das letzte, das im Körper drin ist. Nach rechts gehen konnten, die Zirbeldrüse erhellen und dann Gott von Angesicht zu Angesicht treffen konnten. Erinnere dich, das 7. Chakra über dem Schädel. Und das ist, warum du Bilder von Jesus oder von Krishna oder von Buddha siehst. Sie alle eine Erhellung, Heiligenschein um ihren Kopf haben. Das ist die Krone des aufgestiegenen Mannes. Weil ihr 7. Chakra, die Krone, eben erleuchtet ist. Und das ist es, was die Könige und Königinnen sein sollten. Was wir von ihnen annehmen können sollten. Aufgestiegene Wesen, die mit uns sind. Die uns in der Führung helfen zu guter Gesundheit, Weisheit und zur Wahrheit, indem auch wir nach dem Vorbild nach innen gehen und nach rechts. Wie im Video Ankh beschrieben, benutzen die Stars und Medien Symboliken und auch die Abdeckung des rechten Auges.
Beyoncé hat auch ein Lied rausgebracht mit dem Titel To the Left, nach links. Ihre Absichten sind böse, sie benutzen Gottes heilige Geometrie, seinen heiligen Symbolismus, das ist prinzipiell nichts Böses daran. Das eine Auge zu zeigen, das ist kein allsehendes Auge der Illuminaten, das ist nur das dritte Auge, die Zirbeldrüse der menschlichen Kreation. Und die 666, die sie mit ihren Händen machen, oder was das Malzeichen des Tieres in der Bibel bezeichnet wird, nein, es ist es nicht. Denn die Bibel sagt im gleichen Satz, es ist das Malzeichen des Tieres, Beast und des Mannes. Es ist die Wahl im Moment und erinnere dich, Nummer 6 bezieht sich auf den menschlichen Zweck aufzusteigen. Das sind 6 Chakren im Körper und unser ganzer Zweck aufzusteigen zur Nummer 6 und damit die Skala zur Nummer 7 zu vervollständigen. Sie haben uns angelogen, ihr Auge verdeckt, die Nummer 6 mit den Fingern gemacht, die Teufelshörner gezeigt, sie zeigen uns immer wieder das Symbol der Pyramide und jetzt sind wir misstrauisch und denken, Pyramiden sind schlecht und dass das antike Ägypten schlecht ist und dass die 666 schlecht ist. Dabei ist es wunderschön, denn es ist Gottes Schöpfung und 6 plus 6 plus 6 ist gleich 18. In allen antiken Sprachen inklusive Hebräisch steht es für Chi, was Energie, Lebenskraft bedeutet und das ist wie wir existieren, das ist eine positive Sache. 1 plus 8 ist gleich 9, ist Bewusstsein. 6 ist die Zahl zum Aufstieg in uns. 7 das Kronenchakra. 8 ist die Ewigkeit, in die wir gehen. Wenn wir das Kronenchakra aktivieren, so kommen wir nie mehr zurück. Wir bleiben der, die Erleuchtete. Nummer 9 ist, wenn wir pures Bewusstsein werden, wenn wir immer mit Gott verbunden sind und wenn wir unsere 6. und 7. Sinne aktiviert haben. Sechster Sinn, Intuition. Siebter Sinn, Telepathie. Beides sind nicht physische Sinne. Die 5 Sinne sind physisch. Sechster und siebter Sinn sind sehr kraftvoll und real, aber sie arbeiten nur in der rechten Gehirnhälfte. Wenn man in der fleischlichen, emotionalen Welt, also in der linken Gehirnhälfte lebt, werden die beiden Sinne nicht aktiviert und deshalb glauben wir, sie wären nicht real, weil wir so keinen Zugang zu ihnen haben. Das gleiche gilt auch für die Symbolik des schwarzen linken Auge. The Black Eye Club, zum Beispiel die Queen, Prinz Philip, das ist ihr Symbolismus. George Bush, Obama, der Papst Franziskus, Papst Ratzinger, Benedikt, Richard Branson, John Kerry. Warum ist das linke Auge schwarz? Weil es Gewalt ist, weil sie den gewaltsamen Linksweg gewählt haben. Das linke Augensymbol ist ihres, das rechte ist Gott. Wenn wir in der linken Gehirnhälfte bleiben, dann ist die 666 böse und eben das Malzeichen des Tieres. Aber wir haben die Wahl. Menschen, die aber immer die Wahrheit gesagt haben wie JFK und dann ermordet wurden. John Lennon, Bob Marley, die sind öffentlich getötet worden, denn sie wollen uns damit auch zeigen, dass die Linke gewinnt. Immer und so entfernen sie das Rechte. Denke an John Kennedy, er war in Dallas, Texas. Warum Dallas? Weil es auf dem 33. Breitengrad liegt. Da ist nichts Böses an 33. Es ist das Ende der Wirbelsäule. Wir haben 33 Wirbel. Es ist das Ende der physischen Runde und der Beginn des Gehirns. Da wird der 33. Wirbel als der Atlas bezeichnet und das ist es, worum es bei Dallas geht. Deshalb wurde JFK in Dallas getötet, weil er am 33. Breitengrad war und das am 22.11. Die Route ging durch Dealey Plaza und Freimaurerpark, mit dem Penis als Symbol gleich bei dem Eingang, als JFK in der Limousine die Straße runterkam, sah er direkt auf den Penis. Und welche Richtung fährt die Limousine von JFK im Dealey Plaza? Sie fährt nach rechts, weil JFK ein aufgestiegener Mann war, der Frieden schuf. Aber danach bog seine Limousine nach links ab, was ihn direkt in die Schlangengrube brachte. Denn da waren 3 oder 4 Teams, die es auf ihn abgesehen hatten.
Und der Schuss, der ihn tötete, der seinen Kopf wegblies, wo hat er ihn getroffen? Er traf ihn in der rechten Schläfe des Schädels. Das kann man sich nicht ausdenken, es ist so perfekt in seinem Verständnis. Sie sagen zu uns, ihr aufgestiegenen Leute, wir werden euch erledigen. Wir schießen euch in die rechte Seite. Und das zerschoss seinen wertvollen Schädel. Auch im Spielfilm JFK Ted aus Dallas mit Kevin Costner wird dieser eine letzte Schuss, der ihn tödlich traf, so betont. Der Kopf geht zurück und nach links. Und das ist auch die Schlüsselstelle des Films. Da wird es gezeigt, die Macht der Linken, das linke Auge Klubs, gewinnt. Leute, alles ist linkes Hirn gegen das rechte Hirn. Sie wissen das und das ist der Grund, warum alles, was sie tun, in Symbolen kodiert ist. All diese falschen Flaggen, sie zeigen uns gerade heraus, dass sie nicht erlauben, dass wir nach rechts gehen. Und deshalb ist die Gesellschaft 24 Stunden, 7 Tage eingeschaltet. 365 Tage im Jahr wird nie abgeschaltet, damit du nie runterkommst, du nie beginnst tief zu atmen, du nie meditierst. Wieder zurück zum Thema Christusöl und was passiert, nachdem es in die weibliche und männliche Substanz geteilt worden ist. Wo das Christusöl geteilt worden ist, in das weibliche, magnetische, negative geladene, was leicht wie Milch verdirbt, namens Maria, und das haltbare, goldene, honigfarbene, positiv geladene, elektrische, namens Josef. Nach der Teilung gehen sie runter, um die Wirbelsäule herum, und zwar deshalb, die zwei großen Nerven im Körper, Ida und Pingala, sind in Wirklichkeit miteinander verbunden. Sie beginnen im dritten Vitrigel im Gehirn und sie enden im Kreuzbein. Menschliche Physiologie, das ist es, worum es in der Bibel geht, von der Krone zum Kreuzbein. Pingala-Nerv ist mit dem Pineal Gland, Zirbeldrüse, verbunden und da geht der goldene haltbare Honig runter. Inder-Nerv ist mit der Pituitary Gland, Hypophyse, verbunden und da geht Maria die magnetische Milch hinab. Und die Schlangenlinien gehen die Wirbelsäule runter bis zum Kreuzbein und da gibt es einen Ort, der Sakraler Plexus genannt wird, was auch Sacred Place, heiliger Ort, genannt wird. Auf der vorderen Seite unseres Kreuzbeines, also in Richtung Nabel weisend, da ist eine kleine Vertiefung, Grube. Dort enden Ida und Pingala. Während die Milch und der Honig hinabfließen, wird zur gleichen Zeit ein Samen produziert, im Solarplexus, der im oberen Bauchbereich auf einer geraden Linie zum Kreuzbein liegt. Und 13 Mal im Jahr wird dieser Samen produziert, er wird Baby Jesus genannt, Baby Christus. Und dieser Samen geht direkt runter und wo denkst du bleibt er? In der Vertiefung im sakralen Plexus im Kreuzbein. Dort wartet er auf Maria und Josef, um ihn zu befruchten. Sobald das geschieht, ist der Samen geboren. Baby Jesus ist lebendig und er startet seine Reise hinauf. In der Wirbelsäule rauf als CSF, Cerebrospinal Fluid, ist gleich Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Diese Flüssigkeit beinhaltet nun den befruchteten Samen, Baby Jesus, und Baby Jesus klettert nun die Wirbelsäule rauf bis zum Atlas, wird bei uns als der erste Halswirbel bezeichnet. Was macht der Atlas? Er trägt die Welt auf seinen Schultern, der stärkste Knochen im menschlichen Körper. Großartiger, starker Mann trägt die Last der Welt auf seinen Schultern. Atlas ist der 33. Wirbel. Und das ist auch, woher die Ebene, der 33. Grad in der Freimaurerei kommt. Es basiert alles auf der Bibel, auf antiker, heiliger Geometrie Gottes. Das ist, was Freimaurerei ist. Es ist nicht vom Haus aus böse. Es wurde für böse Zwecke gedreht. Alles basiert auf der reinen Wahrheit von Gottes Schöpfung. Also, der Atlas ist das Ende unseres physischen Körpers und dann beginnt der andere Teil, unser Schädel. Übrigens, Kalvari, Kalvarienberg, bedeutet Schädel. Golgatha bedeutet auch Schädel. Und wo wurde Jesus gekreuzigt? An dem Ort genannt Kalvari, Kalvarienberg. Das Unglaubliche daran ist, der befruchtete Samen Gottes, Jesus Christus, in unserem Körper steckt jetzt irgendwie fest beim Atlas, weil die physische Wirbelsäule sehr stark ist und er braucht Hilfe, von unserem physischen Körper zum inneren Bereich unseres Gehirns überzutreten. Und er erhält Hilfe
und zwar vom Vagusnerv, der wiederum bei der Hypophyse und der Epiphyse Zirbeldrüse entspringt und über das Dach der Cerebellum, Kleingehirn, das Herz des Gehirns hinuntergeht zur Lunge und zum Magen. Er hilft Baby Jesus durch eine elektromagnetische Ladung überzuspringen, durch den Atlas ins Gehirn und das, meine Freunde, wird Kreuzigung genannt. Und ratet mal, Kreuzigung bedeutet nicht, an einem Kreuz genagelt zu werden mit deinem Riss und deinem Handgelenk. Das ist es nicht, was Kreuzigung wirklich ist. Die Definition von Kreuzigung ist, aufzusteigen. Und das ist, worüber in der Antike geschrieben und gesprochen worden ist. Der Vagusnerv hilft dem Baby Jesus, den Samen tausendfach aufzusteigen. Das ist sehr erstaunlich. Also wohin steigt es auf? Es steigt auf in einem Teil des Gehirns, der vierten Ventrikel genannt wird und es ist genau in der Medulla oblongata, verlängertes Rückenmark, passiert die Pons, Brücke, was ein unglaublicher kleiner schmaler Pfad ist und er wird der direkte und schmale Pfad genannt. Das ist es, was von uns erwartet wird, wie wir leben sollen, wir sollen ein tugendhaftes und schmales Leben führen und es ist in unserem Gehirn verschlüsselt. So, auf wundersame Weise hilft der Vagusnerv den Samen, Jesus hinaufzuspringen, vom physischen Körper ins Gehirn, in den vierten Ventrikel und es geht durch den kranialen Äquidukt, der den vierten Ventrikel mit dem dritten Ventrikel verbindet. Und er nimmt den Samen und bringt ihn in das Zentrum unseres Gehirns, da, wo die Magie passiert, im absoluten Zentrum, dem Thalamus. Und der Thalamus erhält den befruchteten Samen, Baby Jesus, und rate, was passiert? Der Thalamus wird dadurch erleuchtet. Das ist keine Theorie, das ist der Grund, warum der Thalamus immer das Licht der Welt genannt wurde. Wenn du zu den antiken Ägyptern blickst, siehst du das Auge im Himmel und das kann man überall sehen. Zum Beispiel auch im Lied von Alan Parsons Project, The Eye in the Sky. Das große Auge in der Mitte ist der erleuchtete Thalamus. Die Augenbraue darüber ist der Corpus Callosum, Balken. Das Ende vom dritten Ventrikel vom Gehirn darüber markiert. Unterhalb kannst du die Medulla oblongata, verlängertes Rückenmark sehen. Und du kannst auch die Hypophyse und die Epiphyse sehen. So, was passiert jetzt, wenn der befruchtete Samen im Thalamus erleuchtet wird? Es ist erstaunlich, weil Jesus ist nun 33 Jahre, in Klammern 33 Wirbel, alt. Das ist der Grund, warum erzählt wird, dass Jesus mit 33 Jahren stirbt, weil er angeblich gekreuzigt worden ist an einem Ort namens Kalvarienberg, was der Schädel ist und auch Golgatha heißt auch Schädel. Das ist der Grund, warum die Geschichte so ist. Nichts davon ist wahr, auch wenn es überall so geschrieben worden ist und überall verschlüsselt, weil wenn du auf eine Karte des Heiligen Landes schaust, wo sie die ganze Zeit kämpfen, die See von Galiläa ist der Schädel. Da, wo der Fluss Jordan ist, das ist die Wirbelsäule. Und da, wo das Tote Meer ist, ist das Kreuzbein. Dieses besteht aus 5 verschmolzenen Wirbeln. Unseren 5 physischen Sinnen, die uns in die Versuchung führen, immer und immer wieder, weil unsere niedrige Energie vollkommen gefangen ist im Toten Meer, eben im Kreuzbein. Deshalb wird es auch Totes Meer genannt, weil, wenn wir dort im Toten Meer leben, wandeln wir wie Tote. Da gibt es alle möglichen Filme, zum Beispiel The Walking Dead, Zombie-Apokalypse. Sie machen sich über uns lustig, sie lachen über uns. Im Toten Meer gibt es keine Bewegung, keinen Kreislauf und das ist unsere magnetische Energie, die Kundalini der 7 Chakren. 6 im Körper drinnen und dann noch das Kronenchakra. Du kommst niemals zum Herzchakra, zum Halschakra, zum dritten Augechakra, zum Kronenchakra, wenn du deine Kundalini magnetische Energie nicht aufsteigen lassen kannst, rauf und raus aus dem Kreuzbein. Warum handelt jeder von uns manchmal wie ein lebender Toter? Daher all die Zombie-Filme, sie lachen über uns. Die linke Gehirnhälfte hält dich in den unteren 3 Chakren fest. So, das Christusöl wird innerhalb der ersten 24 Stunden sterben. Es kann nicht in Säure existieren. Es kann nicht in einem total übersäuerten Körper überleben. Sobald das Christusöl produziert ist, in Menschen, die nur Fastfood essen, McDonald's und Co., Bier trinken, Computerspiele spielen, wird es innerhalb der ersten 24 Stunden sterben.
Es ist so eine Schande. Was ist zum Beispiel das Krankenbild, was sich Krebs nennt? Es gibt so etwas wie Krebs nicht. Was mit Krebs zu tun hat, ist die Azidose, Übersäuerung, wie eben beschrieben. Was passiert, wenn unsere Zellen, und wir bestehen nur aus Zellen, im Status der Azidose sind? Sie können nicht atmen, sie können nicht funktionieren und sie haben 5 Funktionen. Atmen, essen, einlagern, reproduzieren und sich teilen. Das Einzige, was eine Zelle im Zustand der Übersäuerung tun kann, ist sich teilen. Also warum ist es so, dass sich die sogenannten Krebszellen so schnell verbreiten, streuen? Weil sie nicht atmen können in diesem Zustand und daher teilen sie sich so schnell. Weil der ganze Körper in dieser Übersäuerung ist, so teilen sie sich und teilen sich und teilen sich. Und das ist es, worum es bei Krebs geht. Und wir haben über 1 Trillion Dollar von unserem schwer verdienten Geld, Monopoly-Geld, gespendet. Für die verschiedenen Krebswissenschaftler auf der ganzen Welt, für das Pink Ribbon, rosa Schleife, gegen Brustkrebs. Und all diese Organisationen sind Linksaugen-Organisationen und sie werden alle gesponsert. Von der Fleisch- und Milchschmolkereiindustrie. Es ist alles Teil der im Team organisierten Gesellschaft. Wir sind nicht dazu geschaffen, Fleisch zu essen. Wir sind nicht dazu geschaffen, Milch zu konsumieren. Das ist tödlich für uns. Und zwar nicht physisch, sondern metaphysisch. Weil wir absolut verbunden sind mit diesen armen Tieren und sie wissen, was mit ihnen passiert, bevor sie sterben. Sie gehen durch die Hölle die ganze Zeit, in der sie auf dem Weg zum Schlachter sind, denn sie sind klug. Sie sind nicht dumm. Kühe sind unglaublich intuitive Wesen und sie wissen. Sie wissen, was auf sie zukommt. Und sie leiden auf die schlimmste Art. Und das ist der Grund, warum die Leute, die in den Schlachthöfen arbeiten, an PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, also Trauma leiden. So wie es auch viele Soldaten tun. Sie leiden daran, weil sie Mörder sind, sie haben den Tod an ihren Händen kleben. Und wir kaufen im Supermarkt. Bullshit und Scheiße. Das sind keine Supermärkte, das sind Todesmärkte. Sogar das Obst und das Gemüse in diesen Todesmärkten ist nicht einmal real. Es wird unreif geerntet. Die göttliche Sekretion und die Hormone sind noch nicht durch und in das Obst und Gemüse hineingegangen. Und manchmal reifen sie dann alleine gar nicht, sodass Chemikalien benutzt werden müssen und sie geben Farbe auf unser Obst und Gemüse drauf, damit es kraftvoll aussieht. Totes Essen. Das ist es, was die Gesellschaft macht. Sie arbeitet rund um die Uhr, ohne Ende, um sicherzugehen, dass du deinen Körper im Status der Azidose hältst. Warum? Damit das Christusöl stirbt, egal was du tust, innerhalb der ersten 24 Stunden. Das ist, warum all das verbunden ist, mit dem Path Straight and Narrow, dem rechten und dem schmalen Pfad im Gehirn und den 7 himmlischen Tugenden. Wir müssen anfangen, ein tugendhaftes Leben zu führen. Das bedeutet nicht, dass du keinen Spaß haben darfst. Es geht sogar alles um Spaß. Es geht um Spaß beim Lieben und Helfen anderer Menschen. Aber keinen Vorteil daraus ziehen auf Kosten von jemand anderes. Leute, habt keine Angst, wegen dem allen ein tugendhaftes Leben zu führen. Bedeutet nicht, dass du umhergehst wie ein zugeknöpfter Heiliger. Du bist ein menschliches Wesen und wir haben menschliche Sehnsüchte. Die sind uns von Gott gegeben. Fühle dich nicht schlecht deswegen. Da ist nichts falsch daran. Nur verletze niemanden, egal was du in deinem Leben tust. Suche deine Wahrheit, aber verletze keine lebende Schöpfung. Und das ist der Grund, warum wir von Geburt an trainiert wurden, Fleisch und Milchprodukte zu essen, alles um das Christusöl zu töten. Leute, ich mach keinen Witz, alles ist Linkshirn gegen Rechtshirn und das Verzehren von Fleisch und Milchprodukten ist gemacht, damit du dein Christusöl nicht aufsteigen lassen kannst. Denn wenn wir es täten, das wäre ihr Ende. Genauso verhält es sich mit der Scheinheiligkeit, denn wir geben und geben, wir sehen Kinder in Afrika, die verhungern, die nur von einem von diesen reichen Figuren, die wir in ihren Anzügen und Krawatten auf der Wall Street sehen, gerettet werden könnten. Sie könnten einen Check unterschreiben und alles wäre gut.
Die in Afrika sind so brillante, kluge und weise Menschen, sie brauchen nur trinkbares Wasser, den Rest würden sie selbst tun. Aber nein, sie bekommen Impfungen, die sie töten. Bill Gates und Bono von U2 und die Impfungen dort, das ist auch verbunden mit den Ärzten und Spitälen dort und den Geburtsstationen. Denn, weißt du, was die Pharmafirmen dort schulen? Was mit den Müttern passiert, die in den Spitälen gebären? Sobald das Baby geboren ist, wird die Nabelschnur abgeklemmt und sie trennen sie von der Plazenta und schmeißen das alles weg? Du weißt aber sicher, dass die Nabelschnur noch für Stunden und mit der Plazenta verbunden bliebe nach der Geburt. Und das ist der Grund, warum in diesen Stunden nach der Geburt die Plazenta unsere natürliche Impfung durch Gott ist. Sie gibt uns alles, was wir brauchen, für jede Art von Infektion, die daherkommen kann. Das ist der Grund, warum sie sie abklemmen. Das ist, warum sie die Nabelschnur von der Plazenta trennen und diese entsorgen. Und dann dieses Schlagen von Babys, um sicherzugehen, dass sie leben. Echt? Ein gewaltsamer Akt? Dann müssen die Mandeln entfernt werden und all die vielen Impfungen, diese Mehrfachimpfungen. Das bringt das Kind ständig in den Schmerz und zwingt es in die linke Gehirnhälfte. Wie gelangt der Mensch zu solch einem Wissen über solches, was Sie und wir hier mit euch teilen? Es geht mit dem Lesen von Büchern und so sieht man, wie alles gegen uns organisiert ist. Und es ist alles miteinander verbunden. Und auch, wenn ihr es nicht glaubt, die Hypothese, die Erde ist flach. Wenn du im Widerstand damit bist, heißt das, dass du deine eigenen Recherchen noch nicht gemacht hast. Jeder, der seine Recherchen zu diesem Thema gemacht hat, wird erkannt haben, dass sie flach und stationär ist und dass wir in einem elektromagnetischen Äther leben. Das ist, was das Firmament ist. Das Firmament ist die magnetische Barriere, die all unsere Elektrizität hält. Nikola Tesla schrieb darüber, er sprach über die abwärts gerichtete Ursache von Elektrizität und er sagte, was Einstein unter die moderne Wissenschaft Gravitationsschwerkraft nennen, ist die natürliche abwärts gerichtete Ursache von Elektrizität vom Firmament, oben durch den Äther. Flache Erde führt dich zu dem Fakt, dass alles elegant designt ist. Wenn du einmal erkannt hast, dass das eine erstaunliche Schöpfung ist, wird dich das zu Gott führen. Aber Gott wird so schlecht gemacht, weil die Bibel es nicht so aussagt und falsch darstellt. Und dann siehst du etwas von den Werken von Santos Bonacci und du sagst nur wow. Oder du siehst etwas von einem Gentleman namens Bill Donahue, der vor allem in seinen früheren Videos, bevor er sich mit der NASA und dem Weltraum beschäftigt hat, die Bibel dekodiert hat. Das sind die Leute, die die gesehen haben und nur sprachlos waren. Oder wie auch Eric Dubay. Und wenn du über die flache Erde recherchierst, dann wirst du die richtigen Menschen finden und du wirst diese Ventrikel, diese Kamin hinuntergehen und das wird dich zu deinem dritten Ventrikel führen. Und das ist, was viele Menschen und ich taten. Und das bewirkt, dass du konstant wächst und dich veränderst. Du bleibst nicht stehen. Und was wir finden ist, dass so viele Leute in der Wahrheitsbewegung sagen, ja, ich glaube an 9/11, an Chemtrails, aber da bleibe ich. Weil das ist schon alles, worum es geht. Aber das ist es nicht. Das schneidet dich nur ab von Gott. Der kürzeste Weg zu Gott zu gelangen ist das Thema flache Erde, weil das ist Gottes Werk. Und wie ich schon sagte, schau ins Heilige Land auf die Karte vom Himmel runter. Der See von Galiläa ist so perfekt wie der menschliche Kopf geformt. Der Fluss Jordan ist genau wie die Wirbelsäule und das Tote Meer sieht exakt wie das Kreuzbein aus. Das ist atemberaubend. Das ist der Grund, warum der Krieg zwischen Israel und Palästinensern nie geendet hat, weil sie nicht wollen, dass zum Beispiel ein Mark Devlin im Fluss Jordan getauft wird. Sie wollen nicht, dass irgendjemand von uns kommt, um das Heilige Land zu besuchen und das wundervolle Werk selbst zu sehen. Sie wollen nicht, dass wir das sehen. Das ist der Grund, warum sie Israel dorthin gaben. Die einzige historische Referenz oder Validierung, die war, von einem antiken Ort namens Israel, ist von der Bibel. Und nun sagen wir euch, die Bibel ist eine Allegorie, verschleierte Sprache? Es ist nicht real. In der Bibel gibt es den einzigsten Beweis, dass es eine antike genetische Rasse namens Juden gibt und da steht,
Ein Jude ist jemand, der nach Gott sucht, und zwar in sich drinne. Ein Jude ist jemand, der meditiert. So. Und uns wurde gesagt, der Staat Israel ist genau dort, so wie er immer dort war. Und diese weisen Menschen unter all den arabischen Menschen, und niemand weiß, wie das möglich ist, aber es war so. Und die Menschen dort sind die, die Juden genannt werden, so ist die Geschichte. Aber da gibt es keine genetische Rasse namens Juden. Und ich weiß, es wird für manche Leute schwer werden, das zu sehen. Es ist hart, aber wahr. Jude ist der Name von jemandem, der meditiert und nach innen geht. Israel ist der Name, den Gott an Jakob gab. In Genesis, der absolute Anfang der Bibel. Als Jakob den Fluss überquerte, seine Familie verließ. Bedeutet, als er die fleischliche Welt verließ. Das linke Gehirn verließ, um nach rechts zu queren. Wo er den ganzen Tag mit der Manifestation rang, mit seinem Ego, seinem fleischlichen Verstand. Er rang einen ganzen Tag lang mit seinem fleischlichen Ego und als er fertig war, besuchte ihn ein Engel Gottes und sagte, Gratulation im Wesentlichen, ich werde dir einen neuen Namen geben, und zwar Israel. Und das bedeutet die ewige Schöpfung des aufgestiegenen Mannes. Israel ist der Name unserer Dreifaltigkeit, die heilige Mutter, der heilige Vater und das Kind Jesus Christus, der Aufgestiegene. Und wir alle sind dieser aufgestiegene Mann, Mensch. Wenn wir den Fluss nach rechts überqueren, wie Jakob es getan hat, mit unserem Ego ringen und dann Gott von Angesicht zu Angesicht treffen, wie Jakob in Genesis sagte, an einem Ort genannt, Pineal, Peinel, Zirbeldrüse, das ist, wenn wir Jesus Christus werden. Das ist, wenn wir den Namen Israel nehmen, denn Israel ist keine Nation, kein Staat, es ist der Name, den Gott an Jakob gab, als er den Fluss nach rechts überquerte, seinen fleischlichen Verstand besiegte, aufstieg und dann Gott von Angesicht zu Angesicht traf, an dem Ort namens Pineal, Zirbeldrüse. Was wir euch heute sagen, ist das komplette Gegenteil von dem G im Freimaurersymbol, im Quadrat, im falschen weiblichen Schoß. Die historische Figur von Jesus ist die 82. Wiedergabe von Sonnengott, aufgestiegenen Mann, und das ist nun mal in der mediterranen Region, es ist inkludiert, nicht Krishna, Buddha oder sonst irgendjemand woanders. Und warum sind da 81 Jesus Christi oder Jeshuas, die vorher waren, vor Christus? Weil sie die gleiche Geschichte immer und immer wieder erzählen, aber es gibt nur eine Wahrheit. Und wenn dich das verletzt oder beleidigt, bist du vielleicht jetzt noch nicht bereit dafür, aber das hier bleibt die Wahrheit. Nochmal das Thema Richtung Weihnachten und damit auch zu den psychedelischen Pilzen, die wie der Fliegenpilz rot und weiß ist, so wie auch das Gewand vom Weihnachtsmann und dass sie von antiken schamanischen Stämmen in Nordeuropa genutzt wurden und für diese Leute ein großartiges Geschenk war, weil sie sie eingenommen haben und dann diese erstaunlichen Erfahrungen gemacht haben, was die Idee verstärkt, dass Weihnachtsgeschenke und Annehmlichkeiten bringt. All die wahrhaftigen Bedeutungen davon gingen lange verloren. Und was wir stattdessen haben, ist ein Fest, das den Materialismus feiert und es ging nur mehr ums Geld ausgeben, was für einen Riesenblödsinn. Es geht jetzt nunmehr darum, Geschenke zu geben und Geld an Organisationen und Geschäfte zu geben, um eine ganze Ladung an Markennamen zu kaufen. Und das hat die früheren Geschenke ersetzt. Es ist eine klassische satanische Umkehrung von dem, was es früher mal war. Und es wurde gedreht in etwas, das man teamorganisierte Gesellschaft nennt. Also wurde Weihnachten ein Aspekt dieser teamorganisierten Gesellschaft. Denkt daran, alles ist Linkshirn gegen Rechtshirn. All diese Kooperationen, all ihre Aussagen, alles was sie sagen und tun, ist gegen Gottes heilige Schöpfung und Geometrie, indem sie es nach links drehen. Das ist, was Kooperationen sind. Sie alle umarmen die Pyramide. In ihrer Pyramide ist das G in der Freimaurerei. Und das ist ihr illusionärer Gott, der dich über alles anlügt. So, Weihnachten ist im Westen das exakte Gegenteil von dem, was es gemeint war, zu sein. Es ist gemeint, für Menschen zu meditieren, in ihren Heim. Ostern und Passover, das sind alles heilige Daten. Und was ist Ostern bei uns? Schokoladehasen? Dabei soll es so sein. Du bleibst in deinem Heim. Du hoffst, dass diese fleischliche Energie von Tod vorbeigeht. Pass is over. Weil du in deinem Tempel bist,
in deinem Inneren. Der Tempel sind die beiden Tempels, Schläfen in deinem Schädel. Solomons Tempel, den er erbaut hat, ist der Tempel in seinem Geist. Noah baute die Arche für die Regenzeit. Also wenn die Dinge draußen so verrückt und wahnsinnig werden, dann hat man einen Platz, wo man hingehen kann, wo man die ganze Schöpfung retten kann, alle Tiere, sodass sie sich weiter vermehren können, bis die Flut vorbei ist. Noahs Arche ist die gleiche Sache. Es ist Solomons Tempel. Es ist die Bundeslade. Da geht's immer um die gleiche Sache. Es ist physisch strukturiert in unserem Gehirn. Schau auf dein Gehirn. Der Bereich von Nase zur Krone sieht aus wie die Bundeslade. Sie zeigen es im Fernsehen, das ist die Arche. Sie geht hinein. Ostern und Passover ist, wenn du in deinem Tempel bleibst. Das ist eine Metapher für Meditation. 3 Tage des heiligen Meditierens. Was kannst du tun in 3 Tagen? Vielleicht etwa das Christusöl aufsteigen lassen, um ein aufgestiegener Mensch zu werden, um aus diesem Wahnsinn freizukommen, um wahrhaftig frei zu werden, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu treffen und eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Das ist keine Fantasie, das sind nicht nur einfach nur Geschichten, das ist Fakt, das ist reale Wissenschaft, die Wissenschaft, dieses Labor ist zwischen unseren Schläfen, da wo Magie kreiert wird, eben im 3. Ventrikel unseres Gehirns. Um das zu einem Ende zu bringen, da wo wir mit dem Christusöl aufgehört haben, ist, wo es den Thalamus erleuchtet, das Licht der Welt. Und es wird jetzt so verrückt, brillant verrückt. Das Öl geht langsam und sanft raus aus dem Thalamus nach unten und nach rechts, in den sogenannten Hyperthalamus. Und wenn das passiert, dann bezieht sich das auf die Felsplatte, die metaphorisch gesehen der Ort ist, wo Jesus hingelegt worden ist, nach der Kreuzigung am Kalvarienberg. Er wurde ins Grab gelegt und ein Felsen wurde vor dem Eingang gerollt und da lag Jesus dann für 2,5 Tage und wenn viele sagen, es waren 3 Tage, sie kamen zurück, um den Leichnam zu überprüfen, rollten den Felsen weg, gingen in die Grabkammer, den Hyperthalamus und rate, der heilige befruchtete Samen, der 33 Jahre aufgezogen worden ist, der seinen Weg nach oben gegangen war, gekreuzigt worden war, 1000-fach, in den 4. Ventrikel, in den 3. Ventrikel, den Thalamus, den Hyperthalamus und dann in der Kammer für 2,5 Tage gerastet hat, ist verschwunden. Und Leute, nochmal, das ist Wissenschaft. Es ist real, es ist verschwunden, raus aus dem Hyperthalamus. Und er ging zu einem ganz speziellen Ort und das ist die Zirbeldrüse. Und was er dort tut, ist, der Samen, der durch den Elektromagnetismus zur Zirbeldrüse gelangt, er erleuchtet die Zirbeldrüse. Und dabei macht es nichts, wenn deine Zirbeldrüse verkalkt ist. Da gibt es viele Videos, wie du deine Zirbeldrüse entkalkst. Mache dir keine Sorgen darüber, denn es ist Gottes Zirbeldrüse, es ist Gottes Schöpfung. Sie können nichts tun, um deine Zirbeldrüse zu zerstören. Beginne zu meditieren und du wirst die Lagen von Kalk wegbringen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. So, der heilige Baby Jesus-Samen erleuchtet die Zirbeldrüse und diese wird somit zu einem leuchtenden goldenen Licht, die Sonne. Sie wird zu und sieht aus wie die Sonne. Das ist real. Nach ein paar Sekunden, nachdem die Zirbeldrüse so erhellt worden ist, wird ein Lichtstrahl kreiert, der von der Zirbeldrüse weggeht und er folgt dem Pfad Stria Pinalis, der direkt von ihr weggeht. Und dieser Lichtstrahl trifft dann auf einen Ort, der Fornix genannt wird. Der Fornix ist genau über dem Thalamus und unter dem Corpus Callosum. Und wenn du genau schaust, siehst du, dass der Fornix an der einen Seite mit dem 3. Ventrikel verbunden ist, an der anderen Seite nicht. Und wenn dieser Lichtstrahl den Fornix trifft, dann rollt der Fornix zurück metaphorisch, wie der Felsen, der weggerollt wird vom Grab, wo Jesus Körper hingelegt worden ist. Der Fels rollt buchstäblich weg. Und das öffnet die finale Kammer im 3. Ventrikel im Gehirn. Und diese Kammer, das ist der Ort, wo Jakob Gott traf. Das ist, wo du Gott treffen kannst, von Angesicht zu Angesicht. Und da hast du eine Beziehung, die man nicht beschreiben kann. Es ist ein Gefühl, ein extrem starkes Gefühl, das dich nie mehr verlässt. Und das ist der magische Prozess,
den sie nicht wollen, dass du ihn jemals erfährst. Das ist die Wahrheit aller Wahrheiten. Das ist das Höchste vom Höchsten, das Heiligste vom Heiligen und es kommt vom Klaustrum, dem höchsten Punkt unseres Gehirns. Das Geheimnis ist nun gelüftet und du verstehst jetzt mehr, warum einiges so gesteuert wird. Dies haben wir für dich übersetzt und uns ist es wichtig, es mit euch zu teilen. Wir danken dir fürs Zuschauen, auch unserem Jungen Xyz, der uns mit seiner Musik unterstützt. Besuche auch seinen Kanal und lasse ein Like da, genauso auch bei uns und wenn du nichts verpassen möchtest, am besten noch ein Abo. Dein Tataria Channel.